CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte jungen Leute, die uns heute noch zuhören. Zentraler Bestandteil der Energiewende ist alles schon gesagt. Wir haben in der Tat viel diskutiert und wir haben viel verhandelt. Und ich denke, es ist auch noch mal wichtig, das zu erwähnen, mit Datenschutzbeauftragten, mit Verbraucherschützern, mit Unternehmen, mit Verbänden und vielen weiteren. Und ich denke, das macht auch dieses Gesetz aus, dass es nicht einfach so auf den Markt geworfen wird. Das Ergebnis ist ein Kompromiss und ich denke auch ein guter Kompromiss zwischen Verbraucherinteressen und auch, das sage ich bewusst, zwischen den Interessen der Wirtschaft. Wir brauchen Instrumente, um diese Stabilität und Effizienz zu gewährleisten. Wir brauchen diese intelligenten Messsysteme. Wir brauchen diese für die Energieeffizienz. Und ich denke, es ist auch wichtig hier zu sagen, ich weiß nicht, wer es vorhin angesprochen hat, ich denke schon, dass es so kommen muss, dass dann auch entsprechend variable Stromtarife angeboten werden den Stromkunden. Zentral war für uns die Datensicherheit. Es war wichtigster Bestandteil des Gesetzes und ich denke, es ist abgestimmt mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mit dem BSI, mit der Bundesnetzagentur und da verlassen wir uns auch darauf, dass die verbindlichen Sicherheitsstandards gewährleistet sind. Wir verlassen uns darauf, dass nur derjenige Akteur im Energiesystem auch nur die Daten aus dem Smart Meter erhält, die er für seine rechtlich festgelegten Aufgaben auch benötigt. Also ich wehre mich dagegen, dass von Datenkraken oder Ausspähung die Rede ist. Das ist in der Tat falsch. Ein wichtiger Punkt ist wirklich der Rollout der Geräte, um wirklich die Balance auch zu schaffen, möglichst geringen finanziellen Belastung der Verbraucher einerseits und auch der Möglichkeit eines wirtschaftlichen Einbaus andererseits. Der Pflichteinbau beginnt ab 6.000 Kilowattstunden. Darunter ist das Ganze optional. Es ist nicht verpflichtend, wie Sie gesagt haben, Frau Verlinden, und das Ganze frühestens ab 2020. Also es gibt für die Geringverbraucher unter 6.000 Kilowattstunden keinen Pflichteinbau, sondern nur einen optionalen Einbau, ich wiederhole das jetzt, durch den Messstreifen. Und es gibt hier einen niedrigen Kostendeckel, der strikt eingehalten werden soll. Auch bei den Kleinerzeugeranlagen, was Sie vorhin erwähnt haben, das ist falsch. Und da lege ich auch Wert darauf, weil mir das auch in der Verhandlung sehr, sehr wichtig war, darauf Wert zu legen, dass kleiner 1 nichts gemacht wird, größer 1. Ja, jetzt hören Sie halt zu. Sie haben gerade von 1 gesprochen und darum wiederhole ich das jetzt. Zwischen 1 und 7 optional 60 Euro. Bestandsanlagen werden nicht angegriffen. Der Neueinbau erfolgt ab 2018. Wichtig auch noch mal zum Schluss, es wurde auch schon erwähnt, die Diskussion um die Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, wer soll die Daten letztendlich bekommen? Und ich denke, wir haben hier schon einen guten Kompromiss geschaffen, zu sagen, dass bei den 100.000 Zählpunkten bei dieser Größe die Daten wirklich weitergegeben werden, so wie sie auch reinkommen. Und drunter, es wurde von meinem Kollegen auch schon erwähnt, müssen die entsprechenden Messstellenbetreiber den Antrag stellen, damit sie das auch lösen können. Ich komme zum Schluss. Ich denke, diese Energiewende kann aus meiner Sicht und auch aus unserer Sicht nur gelingen, wenn wirklich alle Beteiligten zusammenarbeiten, wenn einerseits diejenigen, die den Verbrauch steuern, auch auf die Kunden zugehen, auch den Kunden diese Sorgen ernst nehmen, die ja da sind, wenn auch gute Angebote gemacht werden, um auch dafür zu werben, diese Messsysteme einzubauen. Wenn wir haben schon gesagt, auch intelligente, variable Strompreise angeboten werden und dieses Zusammenspiel von Verbrauchern, Messstellenbetreibern und Erzeugern, denke ich, macht dann letztendlich auch den Erfolg dieses Gesetzes aus. Und ich denke, wir haben mit diesem Gesetz eine gute Grundlage geschaffen. Ich bitte Sie um die Zustimmung. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich will.
Damit schließe ich die